Der UNESCO-Welterbetag lädt dazu ein, das Welterbe in Deutschland zu entdecken. Es sind bedeutende Kultur- und Naturerbestätten, die unter dem Schutz der ganzen Welt stehen. Es ist das Erbe der Menschheit. Und sie verbinden Menschen weltweit über Grenzen hinweg. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Frau Claudia Schwarz inmitten einer dieser Welterbestätten stehen kann. Es ist die wunderschöne Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal und sie verbindet Menschen seit mehr als 2000 Jahren als Reiseroute. Aber es waren nicht nur Waren, die transportiert wurden, sondern Ideen und kulturelle Traditionen. Und das sind faszinierende Geschichten, die wir mit Ihnen teilen möchten. Der UNESCO-Welterbetag findet jedes Jahr am 1. Juni-Sonntag statt. Schon im Jahr 2005 haben die Deutsche UNESCO-Kommission und der Verein der UNESCO-Welterbestätten Deutschland gemeinsam diesen Tag ins Leben gerufen. Unsere deutschen Welterbestätten beteiligen sich heute den ganzen Tag über mit großartigen, vielfältigen, analogen und digitalen Angeboten für jung bis alt. Solidarität und Dialog, das ist das Motto des UNESCO-Welterbetags 2021. Welterbestätten zeigen, dass sie Orte der Begegnung sind, Orte des Austauschs und vor allen Dingen des Zusammenhalts. Und sie entfalten damit eine außergewöhnliche Wirkung, gerade in solch schwierigen Zeiten. Seit 25 Jahren gehört der Kölner Dom zum UNESCO-Welterbe. Dieser freudige Anlass war für uns der Grund, mit den Kölner Partnern die zentrale Eröffnungsveranstaltung des Welterbetages in Köln durchzuführen. Herzlich willkommen bei uns am Kölner Dom. Der Kölner Dom ist Ort, wo Menschen aus allen Nationen sich treffen, Menschen aus allen Ländern hierher kommen, um dieses wunderschöne Bauwerk zu besuchen. Es ist Welterbestätte. Der Kölner Dom ist der Ort, an dem wir die Gebeine der Heiligen Drei Könige verehren. Und der Kölner Dom ist ein Gotteshaus. Er zieht viele Menschen aus allen Ländern hierher. Und viele Menschen kommen, seit die Gebeine der drei Könige aus Mailand nach Köln gebracht worden sind. Welterbestätte, ein wunderschöner Titel. Wir sind froh, dass wir diese schöne Kathedrale hier bei uns in Köln haben und heißen alle herzlich willkommen, die zu uns hierher nach Köln kommen. Ich bin sehr stolz, dass wir mit dem Dom eine beeindruckende Kathedrale in Köln haben, die auf unvergleichliche Art und Weise alles in sich vereint, das ein UNESCO-Weltkulturerbe ausmacht. Der Kölner Dom ist das in Stein gemauerte Wahrzeichen unserer religiösen und kulturellen Wurzeln. Köln ist seit mehr als 2000 Jahren geprägt von Vielfalt, von interkulturellen Begegnungen, von Toleranz und Akzeptanz, aber auch von schicksalhaften Jahren des Krieges und der Zerstörung. Die Kölnerinnen und Kölner richten in allen Zeiten ihre Hoffnung, ihren Glauben und ihr Heimatgefühl am Dom aus. Für uns ist er ein Kompass, ein Ort der Mitmenschlichkeit und der Einkehr für alle Menschen, die hier leben und auch für diejenigen, die uns aus der ganzen Welt besuchen. Wir in Nordrhein-Westfalen sind stolz auf jede der fünf Welterbestätten bei uns im Land. Auf den Aachener Dom, die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, das karolingische Westwerk und Civitas Corveniensis in Corvey, auf die Zeche Zollverein und natürlich auf den Kölner Dom, der gleich zwei Auszeichnungen der UNESCO trägt. Seit genau 25 Jahren gehört er zum Welterbe. Und das ist ein schönes Jubiläum, das wunderbar zum 75. Geburtstag unseres Landes Nordrhein-Westfalen passt. Denn hier gehören Tradition und Zukunft zusammen. Hier wurde seit 1946 vieles erst möglich durch das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger für ihre Heimat. All das wollen wir uns bewahren. Allen, die dabei mithelfen, danke ich von Herzen. Wir laden Sie herzlich ein, heute
die UNESCO-Welterbestätten in Deutschland zu erkunden. Besuchen Sie diese außergewöhnlichen Orte digital auf unserer Website oder erleben Sie die eindrucksvollen Welterbestätten direkt vor Ort. Egal, wie Sie das Welterbe in Kultur und Natur heute genießen, ich wünsche Ihnen spannende Einblicke und bleiben Sie gesund.